Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Minecraft Let's Build. So, ich bin nicht alleine hier am Start hier, wie aus der letzten Folge noch. Ich nehme erst gerade die Folgen hintereinander auf. Ich habe mich hier versteckt, aber hier, Bulldogs, der hat mich hier gesehen, da hinten ist er, da. Da. Der hat mich gerade mit Pfeilen abgeschlossen, der Bösewicht. So, oh, what the fuck, was habe ich denn für den Kopf? Oh, oh. Oh, nicht immer in den Schritt gucken. So, ja, ich muss ja mal die Ansicht ändern, weil das war gerade meine Thumbnail-Ansicht. Hilfe und Option. Ich brauche Hilfe in den Optionen. Ich komme nicht klar. Ich muss ein Optionen-Tutorial machen. So. Ich habe gerade hier einen Block weggeschmissen. Ne? Ist das schon aufgesammelt worden? Weil die Umwelt wollen wir ja hier nicht belasten hier. Ich glaube, ich habe das alles aufgenommen. Ja. Wo ist er denn, Herr Kollege? Er macht nichts. Macht nichts. Er ist weggeflogen. Ja, ich befinde mich ja an der Police Station hier am Knast von Mine City. Auch etwas älter schon. Und, genau, wir gehen jetzt, M und M's, wir gehen jetzt nach Dings hier, wir gehen jetzt wieder hier zum Hochhaus, wie aus der letzten Folge, wo ich hier so schön alles fertig gebaut habe. Ja, und dann quasseln wir einfach. Ah, jetzt habe ich natürlich meinen Block weggeschmissen, den ich gerade brauchte. Wo ist denn jetzt hier mein Quarzblock da? So, für alle neuen Zuschauer. Haha, falls ich welche habe, nein, natürlich, es kommen ja immer wieder neue dazu. Ich befinde mich hier in Mine City. Days ist mein beim Bauprojekt, mein Hauptprojekt auf meinem Kanal. Hier entsteht eine ganz große Stadt hier im Minecraft-Style. Und das Ziel ist, die Map vollzubauen. So, das war jetzt die Kurzfassung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen für die neuen Leute, auch für die alten Leute natürlich. Neue und alte sind alles gleich für mich hier. Ob jung oder alt, ob Mädchen oder... Ob Weib oder Mädchen, ja, ist klar. Mädchen oder Junge, alles egal. Egal, Karl. Aber ich denke mal, hauptsächlich gucken hier Jungs zu. Jungs, jungen Männer, Erwachsene, Kinder, alles gemixt hier. Aber freut mich natürlich auch, wenn die weiblichen Zuschauer hier irgendwas, also Gefallen dran finden. Wir haben ja sogar eine im Bauteam, die Fiona. Ja, die ist schon sehr lange dabei. Muss man auch mal sagen, ist eine Besonderheit. Ist die einzigste Frau. Ich sag mal Frau. So. Mhm. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn noch mehrere hier zukommen. Weil die bauen halt anders. Die bauen, glaube ich, filigraner. Ah. So, hier unten mal gucken, ob hier der Haupteingang reinkommt. Das ist übrigens das Hochhaus vom Elias, was ich so ein bisschen weiter baue. Weil jetzt gerade habe ich ein bisschen Bock so auf Fassadenarbeit. Das ändert sich ja immer. Mache ich das denn alles richtig? So, genau. Dann ziehen wir nämlich den langen Block jetzt hier rein. Da. Der Leon, der hat hier sich ein Grundstück noch gesichert. Ja, Leon, wenn die Map voll ist, wird das auch voll gebaut, ne? Der Countdown läuft. Es geht schneller, als man denkt manchmal. Ruckzuck, man hat Januar und ruckzuck hat man dann wieder Weihnachten. Dann ist wieder Dezember, wenn man rückwärts läuft, ne? So, Aufnahme. Speichern natürlich, muss auch sein. So, ich wundere mich auch gerade, es läuft gerade recht stabil. Keine Netzwerkprobleme oder sowas. Das war ja auch schon mal anders. Wo ist denn hier, wo ist denn die Bulldogs? Ach, der ist ja bei mir. Bulldog? Ach, da bist du. Bulldogs. Komm, help me. Help me, my best friend. Genau, Bulldogs und Bumsdoggy. Die beiden verwechsel ich immer. Bumsdoggy ist der vom Bauevent mit seiner Burg. Und Bulldogs ist hier, obwohl Bumsdoggy auch hier ist. So. Ja, momentan habe ich so ein bisschen Bock, so irgendwie Themen anzuschneiden, so. Irgendwie, das macht irgendwie Spaß, darüber zu reden. Da habe ich mir gedacht, ich werde, glaube ich, auch eine Infokarte machen. Die ist wahrscheinlich jetzt auch schon drin, die Infokarte. Ihr könnt ja mal ein Thema... Oder mache ich eine Infokarte? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr könnt ja mal ein Thema vorschlagen, was ich so in den nächsten Folgen mal ansprechen soll. Da können wir ja einfach mal diskutieren. Eure Meinung, meine Meinung. Mal schauen, wie das so wird. So zum Beispiel heute. So, keine Ahnung, man labert so. Und dann hatte ich ja in der letzten Folge gesagt, dass wir einen Griefer erwischt haben hier. Ist ja eine Seltenheit in Mine City, dass hier einer grieft. Und dass man ihn noch erwischt. Das ist noch seltener. Und der Aufnahmeknopf ist auch gedrückt. Super. Muss ich gerade mal kurz mein Köpfchen umdrehen. Ja, zum Beispiel Griefer. Habt ihr schon irgendwelche Erfahrungen mit Griefern auf eurer Map oder in eurer Stadt oder was ihr generell hier Minecraft baut gemacht? Dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare aufschreiben. Würde mich mal interessieren. So. Ja.
Also wie gesagt, bei mir wurde natürlich, ist klar, bei so einem großen Projekt und mit so vielen Leuten, wie viele Leuten habe ich mittlerweile schon zusammengespielt? Pah. Ey, das kann ich nur schätzen. Ey. Ich muss mal gerade in mich gehen. Wie viele Leute insgesamt haben bei diesem Projekt schon mitgewirkt? Also was gebaut, ne? Es gab ja auch Leute, aber es war eine ganz kleine Zahl, die nur geguckt haben. Haben bestimmt. Boah. Wie waren das? 50 bis 60 Leute bestimmt, ja. Doch, das könnte ich schon sagen, ja. Das Bauprojekt, das läuft, glaube ich, ja, das läuft schon über ein halbes Jahr. Da müsste ich mal selber na mal nachschlagen. Das fing mit dem IKEA an. Ja, und natürlich, da hat man dann natürlich ein paar, ja, ich weiß nicht, ob es immer dieselben Griefer sind, das kannst du natürlich nicht wissen. Ich weiß es immer nur so, dadurch, dass irgendwelche Gebäude, so ein paar, dass da ein paar Steine fehlten, so an ungewöhnlichen Stellen. Also TNT kann man ja hier sowieso nicht setzen. Und das Größte war natürlich die Sauna von dem Leon, Bosch Gaming, die zerstört wurde. Das war eigentlich so gesehen der Anfang und das war das Heftigste. Und dann waren immer nur so ein paar Kleinigkeiten. Ja, das liegt auch einfach daran, so. Wie man den Leuten vertraut und so, wie man mit den Leuten klarkommt. Na klar, es gibt Leute, weißt du, auf die kamst du gar nicht klar, oder die fühlten sich benachteiligt oder so. Und dann macht man vielleicht sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist zwar sehr armselig so. Ich würde jetzt natürlich, ich würde nirgendwo bei jemandem auf die Map gehen und irgendwas zerstören, weil man muss überlegen, wie lange der daran saß und seine Zeit geopfert hat, seine Freizeit, wer weiß, vielleicht ein paar Stunden und dann kommt so ein Trottel und dann macht er die ganzen Blöcke da weg oder kaputt. Also, das geht in meinen Kopf nicht rein. Ich weiß nicht, was soll das? Also, das hat nichts mit Spaß oder so zu tun. Ne. Oh, gerade eine Nachricht gekriegt hier. Mal gucken, welche Freundin das heute ist. 7 Tage hat die Woche, 7 Freundinnen habe ich, deswegen muss ich immer gucken, dass ich die mal abwechseln irgendwie. Oh nein, ich schweife ab. Ist nur Spaß, Leute, ist nur Spaß, ne? Denkt ja nicht, ich bin so arrogant, ich bin arrogant, ich bin gar nicht arrogant. Ich hasse eigentlich so Arroganz, ich weiß nicht, das ist gar nicht angebracht. Warum soll man irgendjemandem gegenüber arrogant sein? Das sagt ja gleichzeitig, dass er ein besserer Mensch ist, aber warum? Jeder kann was besser, jeder hat andere Talente, ist doch alles in Ordnung. So. Ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was sagte ich nochmal? Ich glaube, waren wir bei Griefern stehen geblieben. Ja, Alter, was geht denn jetzt mit meinem WhatsApp explodiert gerade. Ja. Ja, Faden verloren. Nehmen wir halt einen neuen Faden. Ja, was kann ich dir noch erzählen? Ja, ich freue mich natürlich über meine Zuschauerzahlen. Das kann ich immer wieder mal betonen. Natürlich jetzt nicht zu oft hier. Aber also ab und zu kann ich euch mal loben. Freut mich definitiv. Ich freue mich über Likes. Generell über. Ach Gott, jetzt fehlen mir auch noch die Worte. Der Faden fehlt mir, die Worte fehlen mir. Da kann ich ja gleich aufhören hier. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe einfach zu viele Sachen in meinem Kopf. Da kann man schon mal den Faden verlieren. Ja, genau, ja, so Themen. Genau, so Themen. Das soll jetzt ein bisschen das Thema, die Themen sollen das Thema dieser Folge so ein bisschen werden. Dass wir einfach mal so einfach welche Themen ansprechen. So, könnt natürlich in die Kommentare mal schreiben, was für Themen wir oder ich so ansprechen soll. Und dann können wir einfach mal so ein bisschen darüber quatschen oder so. Ihr könnt euren Senf dazugeben und dann mal gucken, so, ne? Es gibt ja so viele Themen, ne? Ist in allen Bereichen. Ja, und dann suche ich mir halt da mal ein Thema aus, wenn ihr es in die Kommentare geschrieben habt. Ja, genau. Ich werde auch als Überschrift werde ich auch irgendwas mit Themen nehmen, damit euch das auffällt, also worum es hier geht. Freut mich auf jeden Fall. Ihr macht ja immer aber sowas gut mit hier. Es war ja letztes Mal auch mit der Hausfrage, ob wir Haus A oder Haus B bauen sollen. Ah, das fand ich schon richtig cool, dass ihr da so mitgemacht habt. Freut mich definitiv. Das zeigt mir auch, dass ihr auch die Folgen so schaut und auch so den Inhalt versteht und so. Und nicht nur einfach schreibt, gutes Video. Mach weiter so. Toll. Oder nice. Nice gibt's auch. Habe ich auch lange nicht mehr gehört, aber ja. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich mal in den Kommentaren nice stehen habe. Leute, wehe, schreibt jetzt alle nice in den Kommentaren. Ich sehe es gleich schon kommen. Brrrt. Alle Kommentare steht nur nice. Nee. Alter, ich hoffe, ihr hört das nicht. Mein Handy piept die ganze Zeit, wenn ich nicht.
Also, ich kriege dann WhatsApp-Nachrichten, wenn ich die nicht lese. Wisst ihr was? Ich muss mal kurz mein Handy, das ist hinter mir, ich muss mir das mal kurz schnappen. Komm, bitte, wo ist Bums Doggy? Ach, Bums Doggy. Bulldogs, so, ne, Bulldogs. Könnt ihr mit der Lupe ihn mal eben suchen. Da unten ist er nämlich gerade, ich muss mal kurz mein Handy holen. Da musste ich in dieser Folge auch schon aufstehen, oder was in der letzten Folge? Ich mache ja hier voll. Gut, dass ich hier keine Cam am Laufen habe. Dann seht ihr, wie ich so rumlaufe. So, jetzt muss ich mal kurz mein Handy checken, dann mal bitte. Was haben wir denn hier? Ach so. Ah, okay. Aha. Ah, ich muss mal kurz eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Wer ist denn da? MRT ist gerade dazugekommen. Alles klar, MRT. Weil wir gehen gleich. Ich gehe aber zu zocken mit meinen Brüdern, ein bisschen Fußball spielen. Wir haben hier so einen richtig geilen Gummiplatz hier. Da gehen wir mal zocken. Und in meiner WhatsApp-Gruppe wird gerade viel geschrieben, ob wir überhaupt heute gehen. Also beziehungsweise gleich. Da muss ich mal eben kurz checken. Okay. Ah. Lass zocken gehen. Ah, es liegt gerade daran, weil das Wetter gerade noch ein bisschen düster draußen wird, so ein bisschen grau. Weil es natürlich scheiße, wenn wir jetzt gleich auf den Fußballplatz gehen, das fängt gleich an zu nieseln. Das ist nicht so geil. Deswegen, ja, bin ich gerade ein bisschen abgelenkt. Hier schön in Aufnahme. Könnt ihr es auch mal sehen. Aber macht ja nichts. Ich bin wieder da. So, ich bin wieder da, Leute. Ich bin wieder da für euch, Leute. Ich bin immer für euch da. Ich habe immer ein offenes Ohr. Wer ist denn jetzt eigentlich alles hier? Okay. Mr. T. Mr. T ist auch noch nicht so lange hier. Aber Mr. T ist, glaube ich, ein vernünftiger. So, man kann den Leuten ja immer nur vorm Kopf gucken. Wie gesagt, ich hatte so viele Leute hier schon, die hier mitgebaut haben. Ja, und viele sind auch mit mir hier hängen geblieben. Die gibt es immer noch. Die sind schon über ein halbes Jahr dabei. Ja. Ja, da brauche ich jetzt keine Namen aufzählen, weil da vergesse ich sowieso den einen oder anderen. Aber es gibt hier viele Leute. Ja, freut mich halt, ne? Freut mich halt. Gibt natürlich auch Leute, die lassen sich ein halbes Jahr nicht blicken. Ach, ein halbes Jahr, ach, das ist übertrieben. Ein paar Monate, sagen wir. Und dann kommen sie irgendwann mal wieder. Finde ich auch super. So schön. Nutzt es so lange aus, solange dieses Gemeinschaftsprojekt hier, dieses riesige Gemeinschaftshauptprojekt noch läuft. Wir haben ja noch einiges am Platz, was wir noch bauen können. Ist schon ganz cool. Da noch schon viele witzige Sachen hier am Start. Sowas wie so. Ach Gott, was wir alles hier so hatten. Ein paar Lachflashs. Da ist der Jonas und der Elias, die wissen auch gut Bescheid, die sind ja am längsten dabei. Ah, da gibt es da noch einige. Dann kam der und der noch dazu, dann blieb der auch und. Das ist alles immer unterschiedlich gewesen. So, ist natürlich auch anstrengend, weil wenn du viele neue Leute hast, ich kriege ja ständig neue FAs, dann kommen die auf meine Map. Dann sollte sich erstmal natürlich die Regeln durchlesen, wie das hier alles läuft. Und dann gucke ich mir die Leute an, was die so machen. Gibt natürlich auch Leute, die sitzen hier ihre Zeit einfach hier ab und die sind nur am Labern und machen gar nichts. Und bestenfalls stören sie noch die anderen Leute. Also solche Leute bleiben dann nicht mehr lange hier in Main City. Die sortiere ich dann nach und nach aus. Ja, und ich finde Ehrlichkeit, weißt es sollte ganz groß geschrieben werden. Natürlich, wenn irgendwie was kaputt geht oder so oder irgendwie was weggerissen wurde oder was anderes gebaut wurde, einfach ehrlich sein, das ist für mich dann kein Problem. Da wird keiner rausgeschmissen. Bei mir werden nur Leute rausgeschmissen, die lügen oder die mutwillig was kaputt machen oder die halt die ganze Gruppe stören. Es gibt natürlich auch, weißt du, hast ein schönes Bauteam, dann kommt einer dazu und stört dann das ganze Bauteam und so. Ja, natürlich fliegt er dann raus, ne? Also es muss ja hier auch alles weitergehen, ne? Das ist ja wie eine Arbeitswelt. Du kannst ja nicht ständig irgendwie welche Störenfriede dazwischen haben. Die ganze Gruppe so gefährden, sage ich mal so, ne? Also, man muss schon eine gewisse Wellenlänge haben. Es ist alles kein Problem. Es gab natürlich auch Leute, die haben dann angefangen, ich sage immer so für neue Leute, baut doch erstmal euer eigenes Haus, weil dann kann ich nämlich sehen, wie die so bauen und sie können sich dann auch schon mal ein bisschen warm bauen, weil an so Großprojekte oder so oder Sachen, die an der Tafel stehen,
da lasse ich ungern ganz neue Leute dran, weil ich kenne sie halt nicht. Ich weiß nicht, wie sie bauen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt zwei Blöcke bauen und dann 3 Monate wieder nicht auftauchen und sowas. Ja, sowas ist auch unproduktiv, meiner Meinung nach. Und deswegen sage ich immer, baut doch erstmal euer eigenes Haus oder so. Dann kann ich nämlich den ganzen Fortschritt sehen. Ich habe wieder eine Nachricht gekriegt, was denn jetzt so. Warte, ich muss kurz schreiben, Entschuldigung. So. Alles klar. Ja, genau, das mit dem Bauen und so. Ja, es müssen keine guten Bauer, man muss kein guter Bauer sein, um ihn mitzumachen. Ja, ein guter Bauer, ja, ich bin der Schweinebauer aus Lüdinghausen. Das hört sich so komisch an, Bauer. Bilder. Obwohl, dann denkt ihr nachher, ich meine so Bilderrahmen oder so, Bilder. Ja, auf jeden Fall. Wie oft ich schon gehört habe, oh, ich kann gut bauen, darf ich mitmachen? Ja, Leute, du musst dich gut bauen können, du musst einfach korrekt sein, dann darfst du hier mitmachen, ganz klar. Hier soll ja hier nicht hier die Stadt der Städte sein, ist es ja sowieso nicht. Es gibt natürlich andere Maps, die sehen viel besser aus. Es gibt natürlich auch Maps, die sehen viel schlechter aus. Also das liegt auch immer im Auge des Betrachters halt, ne? Jeder hat einen anderen Baustil, manche bauen viel detaillierter, manche haben einen ganz anderen Baumaßstab, das darf man nicht vergessen. Zum Beispiel, ich habe ja einen recht kleinen Baumaßstab. Zum Beispiel, meine Gebäude sind jetzt nicht so riesig. Ich könnte natürlich, eine halbe Map nur mit einem Gebäude bauen. Dann sieht das Gebäude mega detailliert aus, ey. Da kann ich die Türklinke sogar reinsetzen, die sieht mega detailliert aus. Und hier kann ich eine Türklinke, das kann ich vergessen, hier kann ich einen Schalter an der Wand, an so einen Block setzen. Wisst ihr, ihr wisst, wie ich das meine. Von daher, ich wollte aber diesen Maßstab, ich habe mich darauf eingeschossen, weil ich wollte viele Gebäude auf dieser Map haben und nicht nur, ja, 10 Stück, sage ich mal so. So sieht das dann als Ganzes, muss man das betrachten. Nicht jedes einzelne Gebäude, man muss mein City als Ganzes betrachten. Ist ja auch so mittlerweile ein Gemeinschaftsprojekt geworden. Jetzt gerade mal gucken, wie lange ich aufnehme. Okay. Ich muss mal kurz schreiben, Entschuldigung. So. Ja, weiter geht's. Ja, und diese Themen, das interessiert mich gerade. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich mal ansprechen soll. Es ist kein Problem. Ihr könnt mich auch private Sachen fragen oder so. Da muss ich natürlich gucken, wie privat das ist. Aber so, es gibt fast keine No-Gos, sag ich es mal so. Wir können ja über alles sprechen, ne? Leute, kommt zum Psychologen. Screenfun LP. Letzt Beinbrech. Wow, geil, wir sind gleich schon fertig hier. What the fuck? Hä, sind hier mal 3 frei? Ah ja, starr. Cool. Du bist ein anderer Kollege eigentlich. Sind wir alle hier? Ah, wir sind alle hier. Oh, einmal speichern. Oh, da wird sich aber der Dings freuen, der Elias, dass wir sein ganzes Haus hier zubauen, vollbauen. Ah, komm, machen wir mal erstmal hier. Erstmal ein Lobschild. Da muss ja auch sein, ne? Dauert das durch 10 Jahre? Ah, ne, dauert nicht so lange. Ah, geil. Ich dachte, das dauert jetzt mal lange. So, Geilomatico. Geilo. Justin Jan. Ah, ja, Justin Jan. Da war doch was. Der muss doch noch sein Haus weiterbauen. Glaube ich, so war das doch, ne? Was denn hier mit dieser Ecke? Ah, wie das noch ein Gebäude oder wie? Elias! Ich weiß jetzt gar nicht, wie das gemeint ist. Oder mache ich das so? Warte mal, ich muss mal gerade selber was schauen. Ist das jetzt. Passt das jetzt so? Wollt ihr das so haben? Sollen das 2 Gebäude werden? Oder warum ist hier so eine Lücke? Ich mach das jetzt einfach so. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das so gewollt war. Aber dann ist es so ein Dreiecksgebäude, ist es dann, ne? Ich mach das halt jetzt so. So, Elias, ich hoffe, das ist so gemeint, weil ich weiß nicht, warum das hier so abgegrenzt ist hier und hier irgendwie so Blöcke fehlen und das da so weitergeht.
Ich kann mir da gerade keinen Reim drauf machen. Ich glaube, das sollen so zwei Gebäude werden. Das wird wahrscheinlich auch hier noch so schräg rüber gehen, denke ich mal. Ich werde das erstmal jetzt so weiterbauen. Wer ist denn da noch oft? Ach so. Ja, die beiden. Genau. War sehr monoton natürlich alles hier. Mono, nicht Stereoton, monoton. Ah, können auch gleich mal wieder ein Päuschen machen. So, ich bin gerade voll im Aufnahmefieber. Da guckt er. Da guckt er halt. Tschüss, Justin Jan. Oder Justine? Nee. Justin, denke ich mal hier, ne? So. Da hat der Mr. Screenfall mal wieder einen an der Klatsche. Nein, jetzt passt das hier nicht, oder? Doch, muss doch passen. Warte mal, habe ich jetzt hier einen Fehler reingehauen? Nur so, ne? Ich hoffe, das ist richtig. Auf jeden Fall lassen wir das jetzt so, wie so ein Sägeblatt hier. So, und wenn der Kollege genau hier auf meiner Höhe ist, werde ich erstmal die Folge beenden. Bedanke mich wieder für, wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part von Minecraft Let's Build. Würde mich freuen. Ich nehme jetzt direkt die nächste Folge auf. So, bis dahin. Ciao.